ist denn das für Zeug? E-Shisha. Ja, aber ich habe mal gehört, dass E-Zigaretten noch schädlicher sind. 2000, ja, aber ich versuche mal ein bisschen weniger dadurch. Marcel raucht nur noch sowas. Ja. Keine Zigarette mehr seit einer Woche oder zwei Wochen. Ja, aber E soll noch schlimmer sein. Ist E noch schlimmer, Chat? Da streiten sich alle. Weiß eh keiner. Ne? Solange es dir deine Lunge nicht mit dir spricht, was weiß er. Die kostet 10 Euro. Dann kannst du sie wegschmeißen. Ja, ja. Und wie lange hält die? 2000 mal ziehen. Schwach, aber da kommt nichts. Kein Saft. Gar nicht rauchen dann. 10 Euro ist teuer. 20 Mark. Wir haben überall gehalten, an jedem Kiosk. Sascha auch. Gucken, welche Sorten haben die. Wir alles weggekauft. Wir sind raus mit solchen Händen voll. Sascha auch, ey, klar. Sascha im Kino. Spendi in Schritt geblasen. Oh Gott. Oder wie fandst du mich, Hollywood? Dann fragt er uns, wer ist der größte Star von euch? Und wir alle, Sascha! Sascha! Und er, ja, Sascha! Und dann so mit Sascha. Wir haben mich totgelacht. Und der Jeff Gicolo, muss man, ich will an der Stelle sagen, das ist der Star von denen. Der hat so viele Filme gemacht. Brokeback Mountains. Wirklich gut, du kennst das Gesicht. Wenn du den Film siehst, weißt du sofort, den Typ hast du überall schon gesehen. Und dann sind diese neuen Stars, die Nebenrollen spielen, auch Hauptrollen, aber die das erste Mal in einem Film auftreten, sagen auf dem Rundtag, sie haben hier keinen Bock, Fotos zu machen. Wo du denkst, Alter. Und dieser Jeff Gicolo, ganz, hey, gleich Hand zu mir. Hey, der größte Star von allen. Hey, und Michael Bay, der Top Director. How you doing? Ne? Mit uns. Komm her. Bam. Und die anderen? Nee. Haben sie nötig, ja. Die kommen nicht weit. Das, aber sowas kann ich nicht leiden, sowas. Sehr, das verstehe ich nicht. Berlin, ich musste fahren. Ich bin ja schlau. Ich wusste ja 700 Kilometer oder was, ne? Sascha, 3 Stunden. Ich sag, komm. Ich fahre als erstes, habe ich gesagt. Lenken wir uns ab, dann kann ich schlafen, weil Bubi kommt morgens. So, ich fahre auf einmal, Sascha hinten pennt mit seiner Schnalle, neben mir Spendi. Wir sehen Beelitz Heilstätten. Oh, diese Psychiatrie, diese geschlossene, wo es gespukt. Spendi und ich. Spendi, Kamera raus für Vlog, dass er es filmt. Wir fahren raus. Psch, wir raus in dieses Ding rein. Mutter, das war unheimlich, es gibt's nicht, ne? Sascha hinten drin geschlafen, ey, mit seiner Freundin, mit Honeymoon. Nichts gemerkt. Honeymoon ist wach, seine Freundin wach geworden, ne? Okay, pass auf, wir rufen ihn mal an. Er war gestern auch mit Hollywood-Stars. Er ist auch ein anderer, ne? Er ist auch ein anderer, ne? Es ist klar, ne? Okay, warte mal eine Sekunde. Ah, Jens. Meine Mutter ist da. Hallo, die will was sagen. Hi, Ida. Hallo, vielen Dank für den Post. Für welchen Post? Weiß ja nicht mal mehr. Ne? Okay. Ach doch, doch der, ach so, das, was wir mit, ach so, wo der Jens gesagt hat, Mutter, du bist die Hübsche. Ja, ja. Doch, das ist natürlich. Ja. Meine Mutter hat gesagt, du warst so hübsch auf dem roten Teppich, du sahst so gut aus, mit der neuen Jack. Das ist sehr lieb, danke, Ida. Ja, super. Ja, die hat dich in der Story, hat sie einen Pfeil auf dich gemacht, was du für ein schöner Junge bist. Oh, wie lieb, danke, hä? Oh Mann, das ist wirklich weißt sehr du, lieb. Weißt du, was der beste Moment war? Wir, roter Teppich, ich habe alle gezwungen, roter Teppich, dann will ich ein Gruppenfoto machen. Dann auf einmal schreit ein Fotograf, Sascha und Honeymoon bitte noch einmal alleine. Promi-Flash. Sascha und Honeymoon bitte einmal alleine. Tak, 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 das war geil. Ja, das stimmt. Isa und ich mussten da noch alleine ein Bild machen, ja. Super. Das war verrückt. Aber wir hatten eine sehr schöne Zeit, Ida, wirklich. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Sascha ist richtig turbulent gefahren. Das stimmt nicht. Ja. Spendi ist turbulent gefahren. Du bist ja unter 200 warst du nie. Doch. Kurz, wenn's Tempo, wenn er runter musste wegen Blitzer. Der ist super gefahren, Mutter. Das ist der beste Fahrer von uns. Und ich habe mir was gekauft, Mutter. Der Jens hat sich ein goldenes Feuerzeug geholt von DuPont. Oh, na ja, gut. Das haben wir was im KDW gekauft. Teuer. Ja, das war sehr teuer, Ida. Ich will es gar nicht wissen. Wird so schlecht wahrscheinlich. Ja, frag nicht. 700. 750. Oh ja, das geht ja. Ah, siehst du. Das geht ja. Mutter, ich hab's noch im Koffer. Ich hab noch nicht mal Zeit gehabt, meinen Koffer auszupacken. Für ein goldenes Feuerzeug. Geht's, aus Gold. Ja, geht's wirklich. Wirklich. Mhm. Weiß ich nicht. Wie viel Karat, Sascha? Hm. Ich schätze mal, das ist vergoldet, oder? Mit, was ist denn, 24 Karat oder so? Nee, ist wirklich toll. So ein Feuerzeug, als starker Raucher sollte man so ein Feuerzeug auch mal haben. I am in Boskura, ja kann Assam.